stell mir vor, der hat die Fackel angezündet und hätte sich. hat sich selbst dabei verbrannt jetzt. Und wäre dann brennt runtergestürzt an der Seite. Das sind eigentlich die Geschichten, aus denen Helden gemacht werden. Die überdauern auch. Weil ich gerade hier bin, würde ich gerne in das Lager gehen. Und die Athener weiter schwächen. Ich finde es witzlos, dass man für Athen kämpfen kann, obwohl die Story pro Sparta ist. Du kannst auch... ja. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es halt in beide Richtungen gehen kann. Also Athen kann auch Gebiete erobern und du bist halt Söldner und du kannst es für beide machen. Du musst ja nicht die ganze Zeit super positiv für Sparta rumhantieren. Du kannst deinen Vater ja auch töten. Ihr seid nicht, der hat das überlebt. Wollte schon sagen, ey. Steht er dann einfach wieder auf? Warum haben die nachts eigentlich die Tore offen? Weil es egal ist, ob die Tür offen oder zu sind. Weil ich kletter ja eh über die Mauer. Habe ich da einen Mann gesehen? Ah, dann habe ich mir nur eingebildet. Ziegenkäse. Ich fackel gerade noch nichts ab, weil das ja nur Aufmerksamkeit erzeugt. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Komm doch. Schläft der einfach unterm Olivenbaum. Heute wird ein ja! So, keine Müdigkeit vortäuschen. Sonst laufen nämlich welche in Leichen von welchen, die ich getötet habe. Das wollen wir ja nicht. Dann rennen die rum und suchen einen. Schrecklich. Wie sie sich immer selbst in Brand stecken mit den Fackeln.
Okay, da ist noch die nächste Kiste. Ich müsste mal zählen, wie viele Spartaner wirklich in so einem Lager sind. Spartaner sei schon Athena jetzt zum Beispiel. Boah, Lexius kann eigentlich nie wieder die Augen zumachen. Bei anderen würden ihn 8000 Leichen erscheinen im Traum. Oh, Ankira, tut mir leid, dass du nicht beim Starlink-Spielen zugucken kannst. Ist heute leider nicht. Der jetzt nicht zu laut war auf den paar Metern. Ja, der da schläft, der hat auf jeden Fall Kopfgeld jetzt auf mich ausgesetzt. Der hat das gesehen, dass ich jemand getötet habe hier im Lager. Nur kaputte hier. Ich kann ja gucken, wie viele Gegner ich getötet habe. Ist ja in der Statistik aufgeführt von Uplay. Was haben nochmal die Leute erzählt, die schon durch sind nach 160 Stunden? Die haben doch bestimmt 30.000 Leute getötet. Und wir ärgern uns über diesen Skandal. Hallo, Alexius tötet mehr Menschen als alle diese der Welt. Feuer überall. Am Arsch entzündest du die Feuer. Eigentlich wollte ich ja nimmer kommen nach Proof Support ohne Rechte hier. Bitte was? Das kann ich nicht nachvollziehen, Ankurot. So, was kriege ich dafür? 18.000, oder? Ja. Bam, 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 bam. 37. Ach ja, Tier zähmen habe ich ja. Halte A gedrückt, um ein Tier zu zähmen. Bewusstlose Wölfe, Leoparden, Löwen, Luchse und oder Bären. Brand- und Giftpfeile. Sind meine Pfeile nicht immer giftig?
So. Dann gehen wir mal zurück zu dem Herrn mit der Geschwisterliebe und sagen dem, wir haben die böse Frau getötet und nebenbei auch einen Haufen Athena. Dann sagt er, du Monster, hier gebe ich kein Geld. Und ich sag, das zu Recht, Pfeil in den Kopf. Oh, 250 Meter Brust ist mir zu weit. Oh, ich habe den Schnellreisepunkt nicht geholt. Blitzschlag, Alexios, Herzinfarkt, Ende der Geschichte. Ja, was soll ich nur in Zukunft machen? Würde ja mit der Kleidung nicht einfach untergehen wie ein Stein. Ich würde mit meinem Inventar schon untergehen wie ein Stein, ey. Zieh dir mal rein, was ich alles mit mir rumschleppe. Ach, das Spiel sieht ja schon sehr gut aus. Ich hadere noch mit dir. Warte auf Sale einfach. Oder wenn die, DLCs raus sind auch mit. Aber so kann man hier schon viel Astra Zeit versenken. Das stimmt schon. Du hast deine Rache. Ich dachte, es würde mich befreien. Doch das tut es nicht. Diese Wunde kann auch Gerechtigkeit nicht heilen. Hatte Astra die Kette meines Bruders? Hier. Hab Dank, Söldner. Ich habe sie für meinen Bruder gemacht, als er noch jünger war, damit er beim Jagen oder Kämpfen nie alleine ist. Jetzt brauche ich etwas von dir. Was du willst. Ich muss wissen, wo ich Dianira finde. Wenn sie nicht im Lager war, ist sie vermutlich an der Orakelhöhle, am Hügel der Wiedergeburt. An der Orakelhöhle? Sie ist ein Schrein. Dianira geht oft dorthin, um zu beten. Vielleicht sagte ihr das Orakel, dass sie meinen Bruder töten soll. Was wirst du jetzt tun? Ich schätze, ich werde versuchen, mein Leben weiterzuführen. Allein. Ich weiß gar nicht, ob es Game of the Year Edition. Nun, da dein Bruder gerecht wurde, kannst du ein neues Leben beginnen. Männer wie dich kann ich auf der Adrastea immer brauchen. Ja, ein Neuanfang würde mir sicher gut tun. Und schließlich haben die Götter uns zusammengeführt. Schön, dass du dabei bist. So, Timon. Der ist doch bestimmt... Ach doch, der ist ein Goldener. Minus 4% erlittener Schaden beim Beschleunigen. Plus 4% Feuerkraft durch Entdeckung gehen. Ich würde Abderos wohl austauschen. Anstatt Abderos nehmen wir dann Timon. Brauchst du Licht? Oh, diese dämlichen Infotexte. Ach, da hat sich jemand schon Fallout 76 gegönnt. Für... Also über den imperialen Link. Naja, da will ich jetzt erstmal gucken, wenn ich denn jetzt noch Beta-Zugang bekomme morgen. Weiß ich nicht so genau. Bethesda ist da immer recht spät dran, Leute zu beliefern. Kannst du die Leute fürs Schiff leveln? Nein, die sind vorher schon definiert, ob die Gold sind oder sonst irgendwas. Man muss einfach mal sehen, ich stelle mir einfach Fallout 4 vor... Halt so ein bisschen Koop-mäßig. Ne, du hast halt diese ganzen Elemente, wie das Aufbau deines Lagers aus Fallout 4 und so weiter. Und mal schauen, wie spaßig das ist, wenn man das halt mit anderen spielt. Und ich denke mal, du musst das schon mit anderen spielen, das Fallout 76. Ansonsten macht das keinen Sinn.
Und ich denke, es wird einige finden, aber ich denke nicht, dass das so irgendwie durchhypt wie jetzt andere Titel zurzeit. Obwohl, vielleicht hypt es ja voll durch und durchbricht halt dieses Battle Royale rumgenube von Leuten. Ja, okay, unser Spiel hat gefloppt, die Idee war schlecht, machen wir Battle Royale raus. Aber es ist doch eine Städteaufbausimulation. Ist egal, SimCity kommt jetzt als Battle Royale raus. Als Mobile Device Game. Alles Battle Royale, damit die Kids die Scheiße kaufen. Ganz unten rechts. Ach, da wäre das gewesen. Also da wäre das, wenn ich da hinreise. Das wollte ich nur mal eben sehen mit der Arena, weil mich gewundert hat, dass die Stufe auf 25 festgelegt ist. Danke, Bam. Da ist der kaledonische Eber. Boah, da kriegt man auch einen Bogen. Aber der kaledonische Eber wird mich halt einfach total niedermähen. Hallo zusammen, nun, ich habe viel Schlechtes von den Leuten gehört, die eine Alpha antesten durften, dass die Spielmechanik und das Universum kaputt ist. Das Universum? Das Universum ist kaputt? Ist das so eine Rick und Morty Geschichte? Also die Engine selbst... Das ist auch die Sache. Die Engine selbst ist dieselbe Engine, ja, die aufgebaut wird immer weiter für alle möglichen Spiele von denen, ne? Und die ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Aber die hat halt kein Netcode gehabt und nie gehabt. Und es gab ja auch bei Skyrim und bei Oblivion damals und so weiter immer wieder Versuche, einen Multiplayer-Mod zu machen. Und die sind ja immer ganz kläglich gescheitert bei ganz vielen Leuten. Und deshalb glaube ich einfach, es gibt halt elementare Probleme. Das in dieser Engine irgendwie umzusetzen. Dass das Netzwerk technisch gut funktioniert. Und deshalb wird das echt interessant. Weil die einfach nicht dafür gebaut wurde mal. Vermeintlich meinte er das Lore von F76. Die Geschichte des Universums, dass so viele Logikfehler von der Geschichte des Fallout-Universums. Ich glaube... Logiktechnisch haben die eh noch nie so viel Wert drauf gelegt. Irgendwo im Wald hockt ein Typ. Bei Zeus! Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich jetzt tot. Zum Glück kam ich vorbei. Es ist schön, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Epi. Eigentlich Epizelos, aber meine Freunde nennen mich Epi. Naja, nicht, dass ich Freunde hätte. Ich bin Alexios. Sehr erfreut. Du siehst aus wie jemand, der das Leben hier draußen gewohnt ist. Du siehst aus wie jemand, der, nun, viel Zeit mit Lesen verbringt. Ich mache nicht viel her, für wahr. Doch wenn Entdeckungen rufen, welche Wahl habe ich? In meinem Besitz befindet sich eine mykenische Tafel, die zu einer heiligen Begräbnisstätte führt. Ich nenne sie die Höhle des Orakels. Schön für dich.
Die Mykener waren bekannt für ihre aufwendigen Begräbnisstätten, die voll von wertvollen Dingen sind. Wie wertvoll? Antike Juwelen, zeremonielle Schwerter und Dolche. Sehr wertvoll also. Wenn du mich begleitest, zeige ich sie dir. Wer könnte dem Versprechen auf Reichtümer widerstehen? Euren haben dich zu mir geschickt. So werden wir zusammenreisen. Vor allem, ich habe ihn gerettet, ich habe Geist gemacht. Ja, gut. Ich bin nicht dein Feind. Ich bin nicht dein Feind. Wie man weiß, haben die Mäuren einen Sinn für Humor. Es ist der Zufall, der dir widerfährt, Held. Gut zu wissen. Du arbeitest dich also durch Schriftrollen. Nein. Nun, ja und nein. Ich arbeite mich auch durch Dreck. So wie ein Bauer also. Das ist der richtige Ort. Ach, da ist schon der nächste wieder. Ich sage es dir ungern, aber Tonkrüge und Dreck sind selten wundersam. Ich verschrieb dieser Arbeit mein Leben. Es geht um viel mehr als Schätze. Ist das so? Es geht um uns. Woher wir kommen, gibt Preis, wohin wir gehen. Ihr klugen Geister und eure Rätsel. Einige Menschen kümmert die Vergangenheit nicht. Sie wollen nur stehlen und schnelle Drachmen verdienen. Stell dir das vor. Schwer zu glauben. Meine Kollegen sind nichts weniger als Schatzjäger und Kunsthändler. Nun, du erwähntest kostbare Juwelen. Diese Ruinen und Relikte sind schwer zu finden. Ich fand diese nur dank gründlicher Suche und durchdachten Überlegungen. Erzähl mir mehr darüber. Die Mykener hielten besondere Rituale ab. Einige Legenden erzählen sogar von Objekten, die die Götter schufen. Ja, die Götter mischen sich gern hin und wieder ein. Stell es dir nur vor, wenn wir die Götter in der Schlacht zur Seite stünden. Ein guter Krieger braucht weder die Hilfe der Götter noch eines anderen. Für wahr, das stimmt. Doch bedenke nur, was wir finden. Zur Orakel von Trophonios. Ich frage mich, ob der Kult auch hier seine Leute hat. Ja, hat er bestimmt. Du glaubst, dort gäbe es etwas mit dieser Macht? Aha. Habe ich dein Interesse geweckt? Ja, das hast du. Was soll das? Bleib zurück. Sie scheinen von diesem Ort angezogen zu werden. Das hatte ich nicht erwartet. Könnte es etwas mit diesen, wie hießen sie noch, zu tun haben? Den Mykenern? Woher sollten sie die kennen? Es muss mit Trophonios zu tun haben. Ich werde sie beobachten und sehen, was ich herausfinden kann. Gut. Ich sehe mich im Inneren um. Warte, nimm dieses Stelenstück. Sieh nach, ob es da drin ähnliche Zeichen gibt. Erkunde die Höhle, weil du gerade da bist. Was für eine Grabstätte. Selbst Esel werden an ehrenvolleren Orten begraben. Ist dunkel, mach doch einfach Licht an.